vor der Motormontage sollte man die Gängigkeit von der Riemenscheibe überprüfen, weil komischerweise klemmt sie immer wieder. Und das ist eine blöde Situation und hier habe ich jetzt genau das gleiche. Flutscht nicht drauf. Also muss ich hier wahrscheinlich mit dem Schmirgelpapier versuche ich so, da ist Sense. In einer Stellung geht er rein, aber dann lässt sich nicht so hindrehen, dass die Passfeder reingeht. Nicht viel Positives. Irgendwie weiter will er nicht. Und das ist bei der Montage scheiße. Also mit so einem hartnäckigen Widerstand von der Riemenscheibe hätte ich nicht gerechnet. Das hat sich überhaupt nicht drehen lassen, klemmte, ging gar nicht richtig drauf. Auch mit diesem Schleifer war nichts. Letztendlich haben mir dann diese Ventilschleifpasten jetzt geholfen. Die habe ich damals noch für den Tecumseh geholt. Weil ich dachte, dann müsste ich die Ventile nachschleifen, musste ich nicht, aber jetzt hat es sehr gute Dienste geleistet. Jetzt werde ich die Schleifpaste entfernen, nochmal testen, aber das sieht gut aus. Es ist einfach wichtig, dass sie so beweglich ist, damit man überhaupt die Keilriemen drauf kriegt, weil da muss man schon so über den Rand ziehen und dann spannen, bevor man den hier mit der Passfeder und der Schraube fixiert. Das war jetzt ein langer Kampf. Hat die aber schon öfter. Komisch. Obwohl das alles genormt ist. Keine Ahnung. Von Schleifpaste befreit jetzt. Ja, warum denn nicht gleich so? Das ist sehr gut. Jetzt muss ich mir noch die Unterlegscheibe noch anpassen. Dann werde ich die Ö-Wand-Schrauben nochmal überprüfen.
weil das ist jetzt sozusagen die letzte Gelegenheit. So, von der Passfeder muss die auch etwas abschleifen. Der hätte sonst nicht reingepasst. So. Okay. Das hätten wir auch. Also Passfeder. Da suche ich noch eine größere Unterlegscheibe auch. Jetzt gucke ich noch mit den Ölwandschrauben. So, Riemenscheibe ist jetzt montiert. Das ging jetzt ja wirklich einfach, jetzt wo es sich wirklich komplett drehen lässt. Motorhalteschrauben sind festgezogen.